Also das, was mich persönlich sehr bewegt hat, ist, wenn man als überzeugter Europäer und schon einige Jahre in Brüssel ja auch politisch aktiv ist, dann wird einem häufig gesagt, dass die institutionellen Fragen, dass die großen Fragen der EU, dass die am Ende die Bürgerinnen und Bürger nicht interessieren. Und dass die Bürgerinnen jetzt da in dieser Konferenz eben gesagt haben, wir wollen noch mal ran, wir wollen, dass ihr einen neuen Verfassungsprozess aufmacht. Wir wollen, dass ihr an die ganz großen Fragen, zum Beispiel die Einstimmigkeit, dass ihr da rangeht, weil das nämlich am Ende entscheidet, ob sich in der Außenpolitik was bewegt. Dass wir, wo ein Nachbarland der EU angegriffen wird von Putin, von der russischen Armee, ob wir da mit einer Stimme sprechen. Das haben die Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr schnell identifiziert und das fand ich doch sehr beeindruckend. Nachdem ich mich wirklich sehr wertgeschätzt hier fühle und dass die Meinung der Bürger, die hier eingeladen wurden, um ihre Meinung zu präsentieren, auch etwas wert ist, ist meine Hoffnung groß, dass das auch gehört wird und dann hoffentlich auch umgesetzt wird. Gerade als junger Mensch finde ich es total wichtig, jetzt mit an Sachen zu arbeiten, die uns für die nächsten Jahre was bringen können. Und ich finde es deswegen auch total gut, dass hier darauf geachtet wurde, dass eben sehr viele junge Menschen mit ins Boot geholt wurden. Es geht halt darum, wie werden die Ergebnisse, werden die jetzt, die waren halt da, die haben was gemacht, alles gut. Oder ist da ein ernsthaftes Bemühen, auf uns zu hören? Wir haben ein großes Experiment gewagt. Wir haben die Zukunftskonferenz durchgeführt. Wir haben einen Bericht mit gemeinsamen Vorschlägen. Und der nächste Schritt, den sind wir gegangen als Parlament. Wir haben Verantwortung gezeigt. Wir haben zusammen eine Resolution gemacht. Und jetzt liegt der Ball im Spielfeld des Rates. Da müssen wir im Juni gucken, was der Europäische Rat dazu entscheidet. Und mein Votum wäre wirklich auch, diese Konferenz ernst zu nehmen, das, was die Bürgerinnen und Bürger erarbeitet haben, und dann das auch aufzugreifen. Und würde mir wünschen, dass wir das jetzt nicht nur als einmaliges Experiment sehen, sondern dass wir die Bürgerinnen und Bürger immer wieder einladen, mit uns über die großen Fragen zu diskutieren und dann entsprechend auch die EU weiterzuentwickeln.